Hallo und herzlich willkommen zum weiteren Let's Play Dungeon Drinks Online mit Mineresto, meinem Charakter Neresto und unserem Teamkollegen Sisul. Wir nehmen heute die Quest von Mika de Churrasco an, welche eine weitere Delaras-Quest ist. Diese absolut nette Delaras-Quest besteht darin, dass man eine Horde an Untoten, an Zombies davon abhalten muss, dass sie ein Tor zerstört, während man gleichzeitig ziemlich viele dämliche Fackeln anmacht oder ich glaube, es war Sarkophagewein oder irgendwie sowas in die Richtung. Und darum sollte man diese Quest zu zweit machen. Einer, der sich um die Zombies am Tor kümmert und einer, der sich um die Sachen kümmert. Dementsprechend würde ich sagen, ach ja, richtig, ein Share. Wir gehen hier einfach mal auf Elite rein. Und mein Teamkollege beschwört gleich mal seinen Heierling, damit der hier auch was zu tun hat. Mein Pet ist sowieso da. Mein Pet soll hier aktiv sein. Ich buff mich einfach mal und mein Teamkollege läuft dann rum und macht das Zeug an. Das ist mir... Okay, dann ist er ausgelaufen. Ich kümmere mich um die Gateswarmer. Ich habe hier Wall of Fire und so. Das ist relativ praktisch. Wie ihr seht, die laufen eigentlich, wenn man sie nicht engaged, zum Tor hin und versuchen dann das Tor zu machen. Und irgendwie bin ich der Meinung, dass ich vielleicht meinem Teamkollegen ein bisschen helfen sollte. Der Hack ist, glaube ich, eine gute Variante. Nein, 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 nein. Okay, ich muss wieder zurück zum Tor laufen, weil das Tor angegriffen wird. Und das Tor hält nicht viel aus. Auf jeden Fall, das heißt, mein Teamkollege muss tatsächlich diese Dinger anmachen, während konstant irgendwelche Sachen respawnen. Was äußerst nervig ist. Und er hat sein tolles Agro-Feed. Ich weiß nicht, wie er es macht, aber er zieht die Viecher, die zum Tor laufen sollten, an. Wie? Wie macht er das? Er ist spezial. Er ist besonders. Er schafft es, Viecher, welche ein geskriptetes Verhalten haben, woanders hinzuleiten. Okay. Was jetzt natürlich eine Sache ist, wenn ich mein Pet hier stehen lasse und schnell davor gehe, dass ich es vielleicht schaffe, dieses Ding anzumachen. Oder macht das bereits mein Teamkollege? Ah ja, das macht bereits mein Teamkollege. Und sie sind schon wieder zu ihm gelaufen, because reasons. Oh mein Gott, greift das Tor nicht an, greift mich an. Dämliche Typen, hallo. Hallo. Ihr steht in einer Wall of Fire. Macht's richtig. Nachdem sie untot sind, kann man sie leider Gottes auch nicht charmen. Das ist ein kleines Problem. Das heißt, ich muss hier tatsächlich stehen und... Okay. Ich habe eine Standarte. Und bei dieser Standarte steht nichts. Okay, ich legge. Das ist wieder richtig klasse bei so einer Quest. Wie ihr seht, wow, das ist gerade richtig gut. Welcher Nachbar hat gerade angefangen zu streamen? Oh mein Gott, nein, 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 nein. Und mein Pet teleportiert sich jetzt gefälligst her. Dann würden nämlich die Gegner auch kommen und in der Wall of Fire verrecken. Während meine eigentliche Death Aura mein Pet heilen kann.
Und wie ihr seht, ich lagge weiterhin richtig gut. Was tatsächlich äußerste Probleme ergibt, wenn es darum geht, Viecher zu killen. Aus dem Grund, ja, lasse ich das wohl meinem Pet übrig. Hey, Mysterious Remnant, lass dich anwählen. Und so wie es ausschaut, muss bloß noch das hier hinten gelittet werden. Und mein Pet kümmert sich jetzt einfach mal um den Typen hier. Dann zieht er schon mal Aggro. Und die Wall of Fire sorgt dafür, dass die Gegner sterben. Ach ja, diese Quest ist so nervig. Skeletal Storm Hunter. Was ist eigentlich dieses Skeletal Storm Hunter? Ja, liebe Zombies, sterbt doch bitte auch, wenn ich lagge. Oh, netter Damage. Oh mein Gott. 804 Damage. Oh, Wall of Fire ist sehr, sehr gut. Hopp, hopp, wie wär's, wenn mein Pet schafft es sicher anzugreifen? Oh mein Gott, ich will wieder was tun können. Und sobald eben Deathshade tot ist, Deathshade spawnt eben hier hinten. Und man kann hier eine Wall of Fire hinlegen, kann eine Wall of Fire auf den anderen Typen legen. Auf den hier wollte ich es legen, aber er ist ja währenddessen verschwunden. Und dann stirbt Deathshade relativ schnell. Und dann hatten wir hier Chests. Und damit man sich diese Chests auch gefahrlos nehmen kann, hat man hier eben so ein paar Sachen. Nimmt dann hier das Zeug, nimmt sich hier das Zeug. Und ja, ihr seht, hier ist ein so ein Ding, da ist ein so ein Ding, da hinten ist ein so ein Ding und da drüben war das andere, wo wir eh schon hatten. Und wir haben hier sogar noch einen Rare. Lonnie Rinaldo. Ernsthaft, Rinaldo. Und es ist plötzlich ein Champion geworden. Hat der auch irgendwo eine Chest gedroppt? Anscheinend nicht. Insofern würde ich sagen, war es das von der Quest. Mehr gibt es hier auch nicht zu sehen. Man sieht sich. Bis zum nächsten Mal.